Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Es ist vollbracht, die Ratte ist fertig. Heute der 1.1. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Silvesterabend, habt gefeiert, habt getrunken, wie auch immer. Ich war gestern noch an der Halle, habe für euch das Video zu Ende gestellt und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Es wird hier ein bisschen ein paar Timelines gehen. Wir springen so ein paar Tage hin und her, aber wie gesagt, ich wünsche euch nochmal von Herzen ein frohes neues Jahr und einen guten Start in die neue Saison. Let's go, viel Spaß mit dem Video. Wie ihr ja vorhin im Titel gesehen habt, soll die Bora rosten oder der Bora, wie auch immer. Nein, doch. Und das ist nicht ganz so einfach. Wenn draußen Minustemperaturen herrschen, habe ich festgestellt, wir haben letzte Woche schon mal einen Versuch gestartet, dass der Wagen hier mal so ein bisschen anfängt zu oxidieren und es ist wirklich nichts passiert, null. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Es waren draußen, wie gesagt, zweistellige Minustemperaturen, da tut sich gar nichts beim blanken Metall. Es ist heute der erste Tag, wir haben heute den 22. Dezember, zwei Tage vor Weihnachten. Und ich habe mir jetzt gesagt, ich werde jetzt jeden Tag hier in die Halle kommen, sprühe den Wagen mal ein bisschen ein, damit wir so ein bisschen Erfolg erzielen können und es geht hier weiter. Es tut mir leid, wir werden dieses Video in mehreren Timesequenzen durchziehen, aber wie gesagt, dafür jeden Tag hier so ein Update aus der Halle, wie es dem Lack geht. Ich zeige euch mal, so ein bisschen hat sich minimal was gebildet. Das ist natürlich noch nicht der Erfolg, den wir haben wollen. Na, also es sieht schon echt crazy aus, der Wagen. Ich wurde auch tatsächlich schon von einigen von euch an der Waschstraße gespottet, obwohl ich da ganz inkognito hingefahren bin, aber mit dem Wagen inkognito kannst du sowieso nicht unterwegs sein. Aber wie gesagt, es hat sich hier schon minimal was gebildet, aber das ist natürlich nicht der erzielte Erfolg, den ich haben will. Genauso hier kotflügeltechnisch kann man immer mal so ein paar Kleinigkeiten, hier ist auch schön was zu sehen. Wir haben mittlerweile eine raue Oberfläche, der Rost fängt an zu wachsen oder wie gesagt, das Metall fängt an zu oxidieren. Genauso hier haben wir minimale Rostbildung, auch hier schön zu sehen, ne? Also es kommt so leicht so ein bisschen. Hier auch schon ein schöner Rostfleck. Auch die Tür, wenn man sich das mal so anschaut, oxidiert alles so ein bisschen langsam. Aber wie gesagt, er muss natürlich mehr sein. Das ist nicht das, was ich haben will. Aber hier kann man schon so ein bisschen Brauntönung schön sehen. Auch hier die zweite hintere Tür ist noch nichts. Also würde ich sagen, sprühen wir den Wagen wieder ein und lassen den weiter rosten. Also heute der erste Tag. Ich sprühe die Karre jetzt wieder mal mit meiner Zauberlösung ein und ich hoffe mal innerhalb von 10 Tagen, also wie gesagt, 22. Dezember, 10 Tage, da sind wir, 1. Januar, da habe ich vor, dass dieser Haufen hier rostig ist. Aber mal gucken, was daraus passiert. So, ich habe hier meine Lösung. Tut mir leid, Liquid Elements. Aber wie gesagt, das ist die beste Pumpflasche. Steht auch noch drauf. Danger Rostmaker. Also, wie gesagt, damit sprühen wir den Wagen ein. Und ich würde sagen, sorry Leute, gucken, wie es morgen hier ausschaut. Das Schlimme an der ganzen Sache ist, meine Zaubermischung hier stinkt wie die Pest. Nice. Das ist eine Mischung aus Wasser, eine Mischung aus Wasserstoffperoxid und Essig. Also hier, schaut euch das an, hier kommt, zieht sich der Rost tatsächlich schon gut. Alter. Die Nachbarn hier werden sich freuen an der Halle. Vor allem der Eingang hier ist auch hier zum Hausflur. Aber gut, das sind die hier von mir gewöhnt, dass mal hier zwischendurch Lärm oder Gestank aus der Halle kommt.
Oh, wie gesagt, die werden sich hier freuen. Ich könnte kotzen, dieser Geruch hier. Das ist einfach nur ekelhaft. Einfach nur Essig, purer Essig. Das kommt mir hier vor, als wären wir hier schon Ostern Eier färben. Aber Eier habe ich hier nicht vor zu färben, sondern wie gesagt, ich möchte hier Rost haben. So, meine Freunde, ich habe jetzt mal 10 Minuten das Ganze wirken lassen und ich finde, also es wirkt. Wie gesagt, 10 Grad plus oder 8 Grad minus ist tatsächlich ein Unterschied fürs Metallrosten und für die Oxidation, habe ich so nicht gedacht, aber ich habe mich mit mehreren Leuten unterhalten und das stimmt tatsächlich. Bei Minustemperaturen rostet es nicht. Ich zeige euch das ganze Ergebnis jetzt schon mal. Ich habe jetzt die Motorhaube mal so ein bisschen hier mit so einem Becher erhöht. Also dafür, dass es jetzt schon mal 10 Minuten gewirkt hat, haben wir tatsächlich hier schon überall so ein bisschen Oxidation. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that. Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ja, meine Freunde, die Ratte ist fertig. Ihr hattet gerade diesen crazy, ja, ich weiß nicht, ich habe diesen crazy Filter aufgelegt, damit ihr nicht sehen könnt, wie das Auto aussieht. Aber hier, genießt die Carporn. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way. Escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this. I just wanna break these chains. I was destined for greatness. True to myself, I never fake it. Seen too many ones that I sold to get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but I'm a downfall. It's toxic day once. Ich feier das. Das ist einfach nur mega geil. Ich feier das Ding. Wie gesagt, so eine üble Kiste. Also selten habe ich an einem Projekt bis jetzt so viel Spaß gehabt wie hier dran. Ich meine, der Opel war schon geil, aber das Ding ist so geil. Ich habe richtigen Smile und ja, ich war gerade schon arbeiten, heute Frühschicht gehabt.
Ich habe den Silvester, haben wir gestern Abend mit Familie Raclette gemacht. Wir haben den Kindern haben ein schönes Feuerwerk bereitet und dann war ich arbeiten und jetzt ich krieg das mal gar nicht aus dem Kopf raus. Das ist so geil. Wenn das Teil noch tiefer kommt, Leute, ich freue mich schon drauf. Und ja, Zeit wird das Ding mal wieder tiefer legen. Gewinde habe ich ja gekauft und ja, ich freue mich einfach. Ich freue mich so mega. Alter Digga, ist das geil geworden. Schaut es euch an. 10 Tage habe ich die Karre rosten lassen. Wir haben auf jeden Fall einen crazy Look drin. Den Grill habe ich ein bisschen schwarz-matt lackiert. Mein Sohn hat hier diese ganzen Spritzer drauf gemacht, damit er auch seine Note abgegeben hat. Unten habe ich ein bisschen was gebastelt, ein bisschen Seil dran. Die Dinger, das ist einfach nur drauf geklebt. Isoband. Und ja, es ist auf jeden Fall ein crazy Style. Genauso wie die Heckklappe. Mit dem Japan-Kennzeichen. Einfach freaky. Es ist einfach mega freaky geworden. Jetzt muss der Wagen nur noch tiefer. Und ja, Ziel auf jeden Fall schon mal erfüllt. Wir haben einen mega Hingucker gebaut innerhalb von, ja, sagen wir mal 2 Wochen. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Jetzt muss das Ding auf jeden Fall wieder zu meinem Kumpel Zeit. Der muss das Ding bei rund ums Auto tiefer legen. Und der wird sich schon freuen, wenn er die Kiste da hat. Also meine Freunde, ich wünsche euch einen schönen 1. Januar. Genießt den Abend, euer Markus, und wir sehen uns zu einem neuen Video, wenn es hier heißt, wir machen weiter an der Ratte bei mir in der Scrape Garage. Also, bis dahin.